Hallo. Hallo, süßer kleiner Mann. Oh, bist du niedlich. Ich gucke ihn dir an, wie süß hier er ist. Oh, ab zur Kamera. Okay, ist nicht so schlimm. Warte mal an. Hallo. Paske hat Besuch bekommen. Na du. Ich habe auch Besuch. Ich kann mich gar nicht selber filmen. Hallo. Und damit einen wunderschönen guten Morgen aus dem Serengeti-Park. Ihr seid Katterfreunde. Ja. Guten Morgen. Hallo. Ich weiß es nicht. Mara wird auch geklettert. Ich werde betatscht, werde ich. Süß. Heute im Serengeti-Park in Hodenhagen. Wir freuen uns tierisch darüber, dass wir hier sein dürfen und können. Und ich habe schon ganz viele Tiere gesehen, die ich ganz toll finde, so Katas und so. Und wir werden noch ganz viele tolle weitere Tiere sehen. Und wir werden bestimmt auch noch ganz viele tolle weitere Menschen hier treffen, weil die haben das schon angekündigt. Und ja, jetzt nehmen wir euch mit. Wer ist hier der Schaf? Ja, ich schwöre. Was macht ihr da Schönes? Gucken, was die Tiere so essen und was sie nicht essen. Schimpansen haben ein neu angelegtes Gehege bekommen. Wird im Sommer bestimmt richtig schön aussehen, wenn alles wieder frisch bewachsen ist. Wir sind heute zum ersten Mal über die Hängebrücke gelaufen. Ich war sehr, sehr erstaunt darüber, dass Paske gar keine Angst hatte davor und da drauf auch rumgehüpft ist und so. Und wir sind jetzt bei einem Giraffenausguck mehr oder weniger. Also hier kann man allerhand Tiere sehen, wenn sie denn da sein würden. Sind sie leider nicht. Da hinten in ganz klein hinter mir steht irgendwo eine Giraffe. Das ist Janine. Die hat die Giraffe noch nicht gesehen. Und nachher wollen wir gleich die Dschungelsafari uns begutachten. Mal schauen, ob da ein paar mehr Tiere zu sehen sind als jetzt. Wir haben auf der Aussichtsplattform leider keine Tiere gesehen. Zumindest nicht nah dran. Es ist auch keine Giraffe vorbeigekommen. Jetzt haben wir uns dazu entschieden, in die Dschungelsafari zu gehen. Wir sitzen auch schon im Bus ganz hinten. Wir haben Glück, dass es noch so früh ist. Wir müssen nicht anstehen. Und gleich geht's los. Na, die Dame, alles gut? 3, 2, 1 und? Wollen wir hier stehen bleiben oder wollen wir weiterfahren? Ja, komm, dann hauen wir ab. Ja, komm, hör auf, die Katze zu quälen, zieh die Hosen hoch, wir suchen die schon den ganzen Morgen. Die Dschungelsafari macht immer wieder total viel Spaß. Ich finde die immer super lustig. Sehr, sehr kurzweilig. Gute Sprüche auf Lager. Macht jedes Mal Spaß und kann man sich jedes Mal wieder anschauen. Und jetzt gehen wir, glaube ich, in Richtung Freizeitpark. Weil wir haben es jetzt, glaube ich, schon, müssten es jetzt ja 11 Uhr haben oder so. Halb 12 haben wir schon. Halb 12, guck mal. Ja, wir machen uns jetzt auf die Socken und dann geht's gleich da weiter. Habt Spaß! Hui! Ja, das nur mal, wenn wir uns entgegenkommen. Links oder rechts? Dann rechts! Nochmal.
Stunde mit der Splash Safari gefahren, mit einer großen Gruppe. Wir waren 10 Leute. Marcel ist dabei von den Stoppies und Niklas mit Partys und so weiter und so fort. Wir hatten super viel Spaß. Wir hatten ja 10 Leute, 2 Boote und sind dann gemeinsam auf dem See im Kreis miteinander gefahren. Das hat super viel Spaß gemacht und das werden wir bestimmt nochmal machen. Der Park ist ja heute nicht so voll. Ich glaube auch, wir werden gemeinsam mit dir erstmal eine Runde weiterlaufen. Baustelle zur Weltneuheit hier im Serengeti Park. Sieht noch nicht so aus, als ob sie im Sommer fertig sein würde, aber wir werden es weiter beobachten und wenn sie bei anderen aufhat, werden wir bestimmt wieder vorbeikommen. Der nächste Stop ist für uns die Bigfoot Safari. Stoppi hat schon erzählt, dass es hier eine Streckenerweiterung gibt. Die wollen wir uns jetzt nochmal anschauen. Das macht ja sowieso immer super viel Spaß. Man fliegt so ein bisschen hin und her und los geht's. Sagst du zur Höhe? Ja, geht so. Ich stehe hier gut in der Ecke. Sehr bequem, wenn man sich hier so gemütlich anlehnen kann. Ja, aber ihr könnt ja eine Runde fahren. Ich wusste gar nicht, dass es das hier oben gibt. Wir gönnen euch das von Herzen. Gönnt euch mal eine Fahrt. Wirklich. Oh mein Gott! Nee, das ist zu spät. Das war lustig. Man muss sich ganz locker lassen. Dann rutscht man so komplett unter. Ja, wie lustig. So, das ist ein ganz cooler Tower. Ganz witzig, eine kleine Attraktion hier oben. Macht ein bisschen Spaß. Ich habe mich nicht so wirklich getraut, auch wenn da gar nicht so viel passiert. Aber die anderen sind es auf jeden Fall gefahren, das habt ihr gesehen. Und jetzt geht es für uns und unsere kleine Gruppe weiter zur Aquasafari. Ha ha ha!
Spiele, Kinder gehen spielen. Die haben Spaß. Spaß und gute Laune! Jetzt sind wir gerade gerutscht und jetzt geht's weiter mit dem Motorcar, also mit dem Autoscooter. Langweiligste Autoscooterfahrt, die wir jeweils gemacht haben. Ja, das stimmt. Wir durften nicht rammen. Da wurden wir extra noch mal darauf hingewiesen, dass wir das nicht dürfen. Mit einem Schmunzeln im Gesicht. Ich weiß gar nicht warum. Wir sind nicht ganz aus dem Autoscooter raus und es gibt Crepes. Crepe mit Kinderschokolade. Ja, Hase kann immer nicht eingehen. Wenn es was Süßes gibt, ist Hase immer am Start. Die Preise sind auch echt in Ordnung, da kann man nichts sagen. Nächster Stopp ist die Quad Safari. Hey, da fahre ich hier schon fast 2 Jahre quer durch Afrika. Die Quadfahrt dieses Mal war deutlich besser als beim ersten Mal. Da wurde irgendwie ein Roman erzählt oder so. Und dieses Mal hatten wir ein bisschen Speed. Das fand ich auch ganz gut. Hat Spaß gemacht und jetzt sind wir in... Wie heißt es? Jurassic Safari. Ich muss ihm ja treu bleiben und immer nicht wissen, wo wir sind. Die wollte meinen Finger fressen. Die Ziegenflüsterer von Hodenhagen. Na komm, einer. Also ich bin dabei. Machen wir einen Zug voll? Ich auch hier. Ja, wir machen fast einen Zug voll. Bartokai gefahren hintereinander. War gut, bisschen schnell alles und ein bisschen durchgerüttelt sind wir danach. Aber das ist halt die Bahn. Ne? Braucht man grundlegend nicht, muss man aber mitnehmen, wenn man hier ist. Kurz vor Parkschluss sitzen wir noch einmal im Riesenrad und genießen unsere letzte Fahrt hier oben. Es ist ganz schön kalt. Dafür haben wir noch mal richtig schöne Aussicht hier über den Park. Kann man machen, vielleicht nur wenn es wärmer ist. So ein bisschen. Es ist auf jeden Fall schöner. Schissbuchsen sitzen da wieder unten, so Paske und Janine und Stoppi sitzen alle schön unten und warten auf uns, weil die sind langweilig. Ja, eindeutig. Voll der Sprint, ja. Wow, ist das toll. So, wir sitzen jetzt schon im Auto. Ganz zum Schluss hatten wir noch ein paar Wiederholungsfahrten bei der Splash-Safari, ne? Ja, jetzt zum Schluss standen wir bestimmt noch eine halbe Stunde am Ausgang, haben noch mit allen Leuten gequatscht, die heute da waren. War wirklich, wirklich schön, das müssen wir nochmal wiederholen. Ja, und jetzt geht's für uns auch nach Hause. Genau, wir halten noch einmal ganz kurz bei McDonald's und holen uns nochmal schnell ein bisschen was zu futtern und dann machen wir uns auch nicht mehr nach Hause. Und wenn euch unser Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ihr wisst ja, wo ihr uns findet. Facebook, Instagram, TikTok oder hier auf YouTube. Ja, und dann sehen wir uns in einem der nächsten Freizeitparks oder in unserem nächsten Vlog. Ciao! Ciao!